Hallo und herzlich willkommen, liebe Train Fever Freunde. Hier ist euer Ruby und ihr seht schon, wir haben wieder ein wenig Geld. Bedeutet, wir können an unserem Zug endlich die zwei verbliebenen bzw. die zwei benötigten Hänge anhängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bedeutet, wir können den auf die Linie RB3 setzen. Und ihm sagen, fahre uns Gewinne ein, bring uns Geld in Massen und noch mehr als Massen. So, jetzt aber erstmal kümmern wir uns hier um den Ettersberg-Bus. Da können wir uns nämlich noch ein paar Postkutschen draufsetzen. Jetzt haben wir 30 hier. Dann setzen wir mal noch ein wenig mehr drauf. So, und nochmal 4. Und dann können wir erstmal schauen, das braucht ja auch eine Weile, um sich da eben einzuregulieren. So, und jetzt haben wir wieder hier unglaublich viele Bilder pro Sekunde, weil diese ganzen blöden Fenster hier offen sind. Ich wünschte, das könnte man ausschalten. Wir wählen jetzt hier gleich mal noch aus, mit welchem Fahrzeug die ersetzt werden sollen, nämlich mit der Postkutsche, und zwar ja. Und hier unten, sobald die ihre Lebenszeit erreicht haben, sollen die durch Folgendes ersetzt werden. Durch diese aktuelle Bahn. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Waggons. So, ja. Und das machen wir auch bei der RB2. Heißt, die aktualisiert sich irgendwann von alleine. Was natürlich echt cool ist. Und zwar wieder die bessere Bahn und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das übernommen wurde, weil es halt eben gehangen hat. Dann wähle ich hier mal wieder aus, so 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kostet uns das fast 1 Million, das die neu zu ersetzen. Aber ist egal, ist egal. Gratulation, eine Errungenschaft wurde erreicht. Und warum zeigt es uns da jetzt das Ding da unten an? Keine Ahnung, vielleicht 1000. Passagier befördert oder so? Ich weiß es nicht. So, ich drehe uns erstmal wieder halbwegs ordentlich. Und nee, so hier müssen wir uns drehen. Genau, so. Passt erstmal. Und jetzt schauen wir mal hier, wie viele Leute hier warten. Und zwar auf dem RB2 warten hier ganz schön viele. Und hier, der RB2 ist hier gerade abgefahren. Und da warten nicht so viele, also es geht erstmal noch. Aber auf dem RB1 warten irgendwie ganz schön viele Leute für meinen Geschmack. Dafür, dass der eben erst abgefahren ist und hier reinkommt. Ich glaube, ich werde hier auf den RB1 mal noch einen Zug setzen. Und zwar ein wenig älteren, aber egal. Ja, komm her, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir wieder erstmal nicht genügend Geld. Ach so, stimmt, das kostet ja mehr als 40.000. Ich hatte gerade gedacht, das kostet so viel wie so eine Kutsche da. So, 2, 4, 6. Jetzt müssen wir noch ganz kurz warten. Wir können ja mal kurz die Geschwindigkeit ein wenig beschleunigen. Das dürften wir ja gleich drin haben. Es sei denn, jetzt werden gleich wieder kollektiv die Betriebskosten gezahlt. Erste vom Monat, ich hatte es befürchtet. Wir sind schon im Jahre 1880. Wow, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass wir jetzt schon 30 Jahre gespielt haben. 30 Spieljahre. Und das Ganze wird natürlich noch verteuert hier dadurch, dass wir jetzt schon wieder einen Monat umhaben. Und irgendwie nicht auf unsere 50.000 kommen hier. Na gut, so viele Passagiere sind es jetzt auch nicht, als dass das Ding hier lieber hier drinnen verrottet. Da setze ich es lieber mal mit drauf und das soll hier schon anfangen, Gewinne mit einzufahren. Weil hier warten echt Unmengen an Leuten. So, ich bin jetzt gespannt, welcher Zug hier eher dann rausfährt. Auf diese Strecke hier. Ich schätze mal der kurze, ne? Ah ne, der kurze fährt durch und nimmt die gar nicht mit. Dafür nimmt der die jetzt alle mit hier. Bam, alle weg.
Und hier kommen gleich wieder die Menschenhorden. Meine Fresse. Was ist denn heute los? Hier, unglaublich. Wie viel hat er jetzt mitgebracht? Ein paar wurden jetzt natürlich direkt mitgenommen wieder, aber ja, bestimmt so 30 Leute. Das ist einiges. Und hier warten schon wieder 14 Mann. Und der Zug wartet jetzt hier beispielsweise, bis der hier über dieses Signal rausgefahren ist. Ne, egal. Das ist jetzt nicht ganz so profitabel, wie es sein könnte, aber besser als gar nichts. So, auf RB2 müssten wir auch mal noch einen Zug setzen, wenn wir Geld hätten. Aber wir haben kein Geld momentan, das ist das Problem. Ich glaube, ich leih mir mal noch was und setze noch mal einen kurzen auf RB2. So, 5 Millionen haben wir uns jetzt geliehen. Das wird nicht reichen für einen Zug, so einen hier. Ne, so. 2 Waggons. Blöd jetzt, ne? Oh, 2 Waggons, echt jetzt. Dann leihen wir uns noch eben 200.000. Was? So. 4, 5, komm schon. 6. Und zwar RB2. Komm her. So. Der fährt jetzt mal mit auf der Linie RB2. Fährt jetzt natürlich hier durch und ich glaube, er fährt auch beim nächsten einfach straight durch. Und hallo, Hänger, ich liebe dich. Nicht. Verdammt nochmal. Oh ja. Hier kommt, ist das RB2 oder RB3? RB3 kommt hier. Und wir haben so viele Passagiere hier. Alter Falter. Das gibt's nicht. 48, 49. Und es kommen noch mehr, Leute. Es kommen noch mehr. RB2. Ah, cool. Jetzt kommt der hier nämlich eingefahren und tsching. Jetzt verschwinden die ganzen Leute hier vom Wartebahnsteig. Sind alle mitgenommen worden eben. Und schaut mal, wie viele jetzt schon wieder da stehen. Ein paar sind natürlich auch umgestiegen, um dann direkt in den nächsten zu kommen, aber trotzdem. So. Ich finde, wir sollten vielleicht mal wieder hier nach unserer Öllinie gucken. Komm her. Hier, ja. Tut sich irgendwie nicht so viel. Ich schaue hier noch einmal. Der Holzkoppelöltransport. Der soll halt hier bei der 1 und bei der 2 vollladen und dann losfahren. Aber die fahren eigentlich recht regelmäßig. Also der wird jetzt hier hoch. Gleich kommen und sich hier mit anstellen und der ist dann schon fast voll. Was natürlich cool ist. Ja, genau. Also es ist eigentlich recht gut abgepasst, fällt mir gerade so auf. Das gefällt mir. Wir könnten jetzt natürlich noch eine zweite Linie hier irgendwo einrichten. Ich meine, Geld haben wir und alles. Ich könnte ja mal die Cargo einschalten, damit wir hier sehen, wo hier schon transportiert wird. Weil das hilft uns nämlich weiter, schon aktive Linien zu finden. Aber irgendwie, doch hier. Und wohin gehen die? Ach, aus dem Holzwerk hier drüben. Okay. Dann werden wir hier gleich mal noch eine neue Linie aufsetzen. Und zwar hier eine solche. Ich setze es mal hier daneben. Bam. Eins da. Hier in der Stadt haben wir meines Wissens nach noch keinen Verkaufspunkt. Da tue ich mal einen hier hin. Und dann kommt noch einer, nachdem es kurz leckt, an die Fabrik. Oh, schon vorbeigeschossen. So. Und dann werden wir mal ein Neubremslin Öltransport, nee, Holztransport einrichten. Genau. Hier näher. Neu. Bremslin. Gut, es war minus Öltransport, oder? Ja, Holz. Wieso will ich immer Öltransport?
Code schreiben. Neutransen Holztrans. Holzkuppelöfen. Ah, so wird es geschrieben. So habe ich das da gemacht. Neutransen Holz. Trans. Po. Trans. Machen wir Transpo jetzt einfach. Das klingt ein wenig, naja, aber gut. Und zwar soll der als erstes von hier zur Fabrik fahren und das dann in der Stadt verkaufen. Und zwar hier vollladen. Und, wo haben wir es hier genau? Da werden wir jetzt erstmal ein paar, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fuhrwerke draufsetzen, Neubremslin, Holzcargo, oder? Ja, genau. Holzcargo. So. Die transportieren uns jetzt schön Holz und ihr hört gefälligst auf, das auf eigene Faust zu transportieren. Das können wir nämlich nicht ab. Das übernehmen wir für euch. Und wir haben schon wieder 1,1 Millionen. Wenn es mal läuft, dann läuft es richtig. Unglaublich. Neubremslin, Holztransport. So. Wir könnten jetzt einfach, weil es uns Spaß macht, den hier mal ins Depot schicken, wenn er einen Weg findet. Und den hier, den schicken wir dann beide einfach mal ins Depot später. Und hängen nochmal 8 Hänger dran. Weil das scheint ja ordentlich was zu bringen hier. So, wir gehen hier mal eben zurück. Dünn. Und so viel Geld könnten wir doch eigentlich. Ja. Wir werden jetzt mal eben Folgendes machen. So, die können also den Weg ins Depot nicht finden, aber wir können Folgendes machen. Huch. Ja, hör halt auf zu lenken. Wir werden jetzt für den RB1 mal so eine schöne, frische, brandaktuelle Lokomotive machen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anhängern. RB1. Zug 7, ach so, okay, so. Kann den Weg immer noch nicht finden. Und der hier, kannst du den Weg ins Depot finden? Nein. Dann können wir nur hoffen, dass sie das noch hinkriegen. Ich frage mich auch gerade, wo die lang fährt, dass die so langsam ist. Aber wir haben halt auch nicht mehr genügend Geld gerade für einen. Und warum fährt der nicht los? Ach, ich glaube, ich weiß es. Schön blöd. Gut, dann setzen wir dich auf den RB2. Jetzt dürftest du fahren. Hallo? Ja, genau. Weil. Ich hatte nämlich nicht bedacht, dass wir hier unten ein kleines Malheur begangen haben. Ich brauche mal nur Eisenbahn. Ah, cool, schön kompakt jetzt. Ja, komm. Und diese beiden hier ja natürlich noch nicht verbunden sind. Puh, das müssen wir jetzt noch machen. Und die beiden finden irgendwie kein Depot. Und die anderen fahren noch sonst wo in der Weltgeschichte rum und werden einfach nicht verkauft, habe ich so das Gefühl. Oh, yeah. Was war das denn?
Ein Abteilwagen. Cool. So, und da können wir dann rüberbauen. Genau. So, 400k, reicht das schon für den neuen Zug? Ich kann hier nochmal Züge kaufen. Wie viel passen da rein? Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. 11 Passagiere. 11. Ich möchte 11 Passagiere da reinkriegen. So, jetzt haben wir natürlich wieder genügend Kohle. Na komm schon. Wir machen einmal so eine Lok mit, wenn wir genügend Geld hätten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reicht nicht. 6 Waggons. Wie viele Leute passen denn da rein? 66, das ist okay, und da der auch schneller fährt. Ich werde den mal auf RB3 setzen. Der ist eigentlich viel zu aktuell für diese Linie, aber trotzdem. Ich mache einfach mal. Und dann werden wir uns gleich noch Geld leihen, um unsere... um hier noch neue Loks zu kaufen. Nicht genügend Geld. Ach, die kostet so viel. Okay. Gut zu wissen. Aber ich finde, die lohnt sich halt auch. So, wir haben jetzt 3 dran. Wie viel haben wir vorhin dran gehangen? 6, oder? 3, 1, 2, 3 und das kommt mit auf den RB2. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Ich weiß nicht wieso. Okay, hier fährt er lang. Und sobald der da ist, drehen wir den dann nochmal um, damit er mit den neuen Loks fahren kann. Ich frage mich nur, warum der nicht rauskommt gerade. Jetzt fahr halt ein wenig schneller. Gut, ich mache das jetzt noch eben fertig. Wie gesagt, ihr findet den Plan und alles in der Beschreibung. Und wenn ihr dann zurückkommt in der nächsten Folge, dann legen wir richtig los. Dann habe ich hier alle Sachen aktualisiert und so weiter. Ich war jetzt gerade so fixiert, dass ich ganz die Zeit aus den Augen verloren habe. Aber ist ja auch egal. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Denkt an Sendeplan, nächste Folge etc. Eine Bewertung wäre schön. Und natürlich, noch lieber als eine Bewertung, ist mir ein Kommentar. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.